Novene zur Mutter der Gesundheit, erster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. O Maria, Mutter der Gesundheit, Heil der Kranken, Zuflucht der Sünder, Trösterin der Betrübten, gewähre uns in unseren Nöten den besonderen Schutz, den du deinen Kindern versprochen hast. Vertrauend auf die unendliche Gnade deines Sohnes, Jesus Christus, der gesagt hat, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan. Eilen wir zu dir, o wunderbare Mutter. Wir bitten dich, erflehe uns von Gott, jene Gnaden, um die wir während dieser neuntägigen Andacht beten. Wir werden die persönlichen Bitten vorgetragen. O Maria, unbefleckte Jungfrau und Gottesmutter, zeige uns Jesus, führe uns zu deinem göttlichen Sohn. Denn wo Christus ist, da ist Wahrheit, Licht und Leben. Ihn zu finden ist das größte Glück auf Erden. Er lässt Einsamkeit, Verlassenheit und Bedrängnis zu, um den Seinen den Weg in den Himmel zu ebnen. Das ist das Mysterium Crucis, das Geheimnis des Kreuzes. O Maria, heiliger Tempel Gottes, Garten der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Mutter der Kirche, Königin des Friedens, wir kommen zu dir und bitten um deine Fürsprache für die bedrängte Kirche, für den Heiligen Vater, für die Kardinäle, Bischöfe und Priester. Für die Ordensfrauen, Mönche und Einsiedler, für die im Verborgenen lebenden Sühneopferseelen. Für die vielen stillen Beter und für alle Menschen guten Willens. Beschütze alle deine Kinder, bewahre sie vor allem Bösen und erbitte ihnen die Gesundheit für Seele und Leib. O Maria, Mittlerin aller Gnaden, Trösterin der Betrübten und Zuflucht der Sünde, rette die Jugend aus der Dunkelheit der Sünde und führe sie auf den Weg der Reinheit. Bewahre die Jungfrauen, beschütze die Familien, erbitte den Kranken Heilung. Heilige Priester, heilige die Priester, rette die gottgeweihten Seelen. Du bist die Beschützerin der Familien und der Witwen, die Zuflucht der Sünde, die Hilfe der Armen und das Heil der Kranken. Wir bitten dich, O Maria, Mutter des Herrn, erlange uns wahre Reue über unsere Sünden, stärke unseren Glauben und führe uns zu den Quellen des ewigen Heiles. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf unseren Glauben sieht. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die Leidenden und die Kranken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden.
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Und komm uns, vom Irrtum zu befreien, der so schütze und rette die Ungeborenen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, gnädig erhöre uns. Christus, gnädig erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, Mutter der Gesundheit, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, vorbestimmt von Gott, noch vor der Schöpfung der Welt, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, dem Adam geoffenbart im Garten Eden, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Morgenstern, vorausgesagt durch die Propheten, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Wolke, die Regen auf die Erde bringt, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Gefäß der Güte, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, vor deiner Geburt heilig genannt durch die Patriarchen, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, die du den Kopf Satan zermalmtest, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, geboren in der vornehmsten Familie, unter den Nachfahren der Könige Israels, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Kind der heiligen Joachim und Anna, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Frucht ihrer Gebete und guten Taten, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, geschmückt mit dem Glanz aller Engel und Heiligen, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, die du auf die Welt kamst mit größter Frömmigkeit, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Fackel der göttlichen Gnade, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, die du bedacht wurdest mit göttlicher Tröstung und Gnade, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, gerechter als alle Heiligen, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, bei der Geburt mit himmlischem Licht beschenkt, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, deren Geburt am Himmel Freude brachte, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, Gott geopfert, bald nach der Geburt, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, die den lieblichen Namen Maria erhielt, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, erschienen im Tempel im Alter von 3 Jahren, bitte für uns. Liebe Frau der Gesundheit, Vorbild der Keuschheit, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, die du die Leiden der Kranken erleichterst, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, sichere Hilfe derer, die dir vertrauen, bitte für uns. Unsere liebe Frau der Gesundheit, himmlische Krone aller Heiligen, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser, o Herr.
Seele Christi, heilige uns. Leib Christi, rette uns. Blut Christi, tränke uns. Wasser der Seite Christi, wasche uns. Leiten Christi, stärke uns. O gütigster Jesus, erhöre uns. Verbürg in deine Wunden uns. Von dir lass nimmer scheiden uns. Vor dem bösen Feind beschütze uns. In unserer Todesstunde rufe uns und heiße zu dir, kommen uns. Mit deinen Heiligen zu loben dich. In deinem Reiche ewiglich. Amen. In den Anliegen und für das Wohlergehen des Heiligen Vaters, unseres lieben Heiligen Vaters. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Und komm uns vom Irrtum zu befreien. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.